Erdbeben, was geht denn, Leute? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute oder jetzt zweiter Teil von dem Booster-Display Marsch der Maschine. Nach den atemberaubenden 10 Boostern letztes Mal. Ich glaube, es kann nicht mehr besser werden in dieser Box. Nehmen wir uns 10 raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sind ja leider nur noch 30 Stück drin, das sind halt Set-Booster, dafür hat man wahrscheinlich mehr Output an Double Rares, haben wir ja schon gesehen. Katzen gehen mir jetzt hier noch nebenbei auf den Sack. Können wir mal einfach mal so drin lassen, oder? Sieht eigentlich ganz nice aus. Gut, leg die mal schön an die Seite hier. So, fangen wir an, wa? Booster Nummer 1. Ich bin hyped nach dem letzten, ich bin gerade noch unterwegs gewesen. Und habe die ganze Zeit dran gedacht, oh, ich muss noch weiter alle Booster öffnen. Okay, wir haben eine echt coole Artkarte. Einen echt geilen Sumpf in Foil. Chor, Hellebarde, flatternder Fleisch, Blutkappen, irgendwas, Geschenk der Vollendung. Ein phyrexianisches Erwachen, das habe ich doch auch noch nicht gesehen, oder? Winden ist eine Verzauberung. Ins Spiel kommen Wände, inkubieren 4 an. Okay, crazy. Phyrexianer, die du kontrollierst, haben Wachsamkeit. Okay. Nezumi-Draufgänger, eine Invasion von Eldraine. Kommen wir zur ersten. Oh, wieder mal eine Commander Rare, ein Feuerschweif-Kommando. Eine, ja, wie gesagt, Commander Rare. 4 Mana, 4-3 fliegend. Immer wenn du mit 2 oder mehr Kreaturen angreifst, ziehst du eine Karte. Immer wenn ein anderer Spieler mit 2 oder mehr Kreaturen angreift, zieht er auch eine Karte. Falls keine der Kreaturen mich angreift. Okidoki, und eine. Wow, wow. Ein geiles Artwork, ein Seizan oder Seizan, Verdreher der Wahrheit. Den kenne ich auch noch aus Original Kamigawa, machen müsste das gewesen sein. Der sieht echt nice aus. 5 Mana, 6-5. Und zu Beginn des Versorgungssegments jedes Spielers verliert der Spieler 2 Lebenspunkte und zieht 2 Karten. Also die ist echt nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht. Jetzt kommen wir zur echten Rare, zur richtigen Rare. Okay, noch nicht so geil, aber wir haben schon mal eine Double Rare, Triple Rare sogar quasi. Blutfeder Phönix für 2 Mana 2-2. Er kann nicht blocken, immer wenn ein Spontanzauber oder eine Hexerei, den bzw. die du kontrollierst, einem Gegner oder einer Schlacht Schaden zufügen, kannst du ein rotes bezahlen, weil du dies tust, bringe den blablabla aus seinem Friedhof ins Spiel zurück, er hält alle bis zum Ende des Zuges. Ist nicht schlecht für 2 Mana, ein kleiner Phönix ist auch mal was, ne? Dann haben wir noch die Expeditionssperring in Voll und ein Inkubator-Spielstein. Also, ich würde sagen, eine Triple Rare für das erste Booster ist schon mal ganz nice. Wir packen uns mal den Seizan nach oben fürs Auge quasi. So, oh, da kommen wir zu Booster Nummer 2. Also, das Äffchen, was wir gezogen haben, also mehr geht. Oh, das ist ein nices Artwork. Das ist echt nice. Wir haben eine Insel. Wir haben eine Wildholz-Eskorte. Guck mal, diese ganzen, früher hatte man halt diese ganzen normalen Commons ohne Ende und dafür sehr wenig Uncommons, je nachdem. Dafür sehe ich hier manche Commons ziemlich, ziemlich selten, weil einfach so viele Uncommons-Mitarbeiter dabei sind, ne? Wir haben einen das Feuer anfachen, astrale Flügelspanne, ein treues Herdentier. Ich glaube, das treue Herdentier haben wir jetzt schon 200 Mal gesehen oder so gefühlt. Invasion von Xerex. Und wir haben einen Zader Polyeder Schleiferin. Sowie die echte Rare. Die echte Rare. Ich glaube, jetzt kommen erstmal die ganzen nicht so geilen Booster. Aufgepfropfte Schlechterin. 2 Mana, 2-2. Wenn sie ins Spiel kommt, erhalten Phyrexianer, die ich kontrolliere. Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges, okay. Andere Phyrexianer erhalten +1/+1, die ich kontrolliere. Und für 4 Mana opfere ein Artefakt oder eine Kreatur. Bringe sie hier aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Ist nicht schlecht. Ist eine spielbare Karte, würde ich mal sagen, oder? Dann haben wir noch eine Entsiegeln der Nekropolis. In Foil. Und ein Inkubatorstein. Okay, das war jetzt keine Double Rare. Ein normales Standard-Booster. Ja. Ist okay, ne? Sorry, jetzt sind die Lichtverhältnisse hier echt nicht so geil mehr. Naja, ist jetzt leider auch abends geworden. Ich habe nicht mehr Licht, was ich nur anmachen kann. Ich könnte noch so ein gelbliches Licht anmachen. Das sah aber sehr doof in der Aufnahme auf dem Bildschirm aus. Man, ja, es tut mir echt leid. Es wird auf jeden Fall besser, aber die nächsten irgendwann mal, wenn ich mal wieder richtig fahre. Ich will nicht, aber ich muss doch auch wieder Magic sammeln. Okay, infizierte Abtrünnige. Traumatische Offenbarung. Unkündbarer Ölmagier. Okay.
Habe ich auch nicht gesehen. Kollektiver Albtraum haben wir schon mal gehabt. Das Feuer anfachen. Astrale Flügelspanne hatten wir gerade auch. Ordensschwester, die habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Dann haben wir hier die Invasion von Asgol. Ich glaube, die habe ich noch nicht gehabt, oder Asgol? Dann haben wir hier, oh, eine Rare. Eine nice, coole Rare vom Style her. Ich mag dieses Artwork einfach, ey. Ayara, Herrscherin von Lothwain, keine Ahnung. Für 3 Mana 2/3, ein Elf-Adliger. Immer wenn sie von Blablabla oder eine andere schwarze Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und ich erhalte einen Lebenspunkt dazu. Tappen, Opfer, eine andere schwarze Kreatur, ziehe eine Karte. Oh, die ist eigentlich ganz nett. Also die, auf jeden Fall dieser normale Effekt ist ganz geil. Das mit dem Tappen, da bin ich kein, ja, weiß ich nicht so. Dann haben wir nochmal die Voldaren Draufgängerin als Rare. Die haben wir auch noch nicht gehabt. Ein Vampirkrieger, 3 Mana, 1/1. Okay, Hilfestellung 2. Wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, lege 2 1/1 Marken auf eine Kreatur meiner Wahl. Falls es eine andere ist als sie hier, erhält sie bis zum Ende des Zuges die Fähigkeit, die unten drunter steht. Und es ist 1 Mana. Oh Mann, ich bin ja fast im Mikrofon. 1 Mana, opfere diese Kreatur. Sie fügt einem Ziel deiner Wahl Schadenspunkte und höhere ihr Stärke zu. Ist nicht so schlecht. Dann haben wir noch einmal den Felsspalter Yeti in Foil und hinten eine, ja, wie heißt diese Karte? Keine Ahnung. Ja, die Artwork-Karte hier, die finde ich ganz nice. Ich mag allgemein diese Artwork-Karten, wie den guten Caesar, keine Ahnung. Gefällt mir. Booster Nummer 4 schon. Wir sind heute oder wir sind jetzt ein bisschen besser dabei, wenn man sich so ein bisschen eingespielt hat. Bisschen mit der Kamera auch, ja, ein bisschen doof immer, ne? Argwöhnlicher Darsteller, ein Halo-Hüpfer, den ich eigentlich ganz echt nice finde. Halo-gespeister Scarb. Ein Erwachen Korruption Tovashis. Wir haben einen Fäulnisschnitter Talit, ein Pilzwesen. Sieht echt nice aus. Ätherkling Agent. Wir haben eine Invasion von Ergamon. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Oder die habe ich auch noch nicht gehabt. Und wir haben eine. Oh, was ist das denn für eine coole. Das ist ja eine geile alte Style-Karte, ey. Imoti, Zelebrantin der Fülle, eine Naga-Druide. Das ist ja so ein Amonkhet-Style. Das sieht geil aus. Kaskade, Naga-Druide. Zaubersprüche mit Mana-Betrag 6 oder mehr, die ich wirke, haben Kaskade. Also Kaskade habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, schicke Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Nicht-Landkarte ins Exil schickst, die weniger kostet. Du kannst sie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege die so ins Exil geschickten Karten in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Oh, das ist echt ganz nice, ne? Also mir gefällt das Artwork echt. Vielleicht ist hier auch sogar was wert, da bin ich mir nicht sicher. Oh, wir haben eine Glisser, Heroldin der Hetzjagd. Glisser war mal so mein WoW-Charakter, heißt so. Und das auch von der allerersten. Es ist, ja, ist halt eine Elfin, ne? Früher war sie halt nur gegen Artefakte. Danach ist sie jetzt mittlerweile so ein bisschen, ja, sie ist halt von grün auf grün-schwarz gegangen. Phyrexiana Zombie 1135 für 5 Mana. Zu Beginn des Kampfes in meinem Zug bestimme ich eines, wende zweimal Inkubieren 2 an. Okay, nice. Transformiere alle Inkubatorsteine. Okay, auch nice. Und Phyrexiana, die ich kontrolliere, hat einen Erdschlag und Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Oh, die Karte ist, die ist echt nicht schlecht. Wir haben eine Foil, eine Urne mit Götterfeuer, die sieht echt cool aus. Und eine, ja, Schatzkarte, Token, keine Ahnung. Ja, die Glisser ist ganz nice und ich finde diese Artwork-Karte hier auch echt cool vom Style. Also diese Artworks, ich weiß nicht, das gefällt mir richtig. Es ist sehr inflationär mittlerweile leider bei Magic. Aber ja, ist fürs Herz, ist alles immer nur fürs Herz. So, Artwork, Sturzbachklippen, Gewitterwolken, irgendwas, Zusammenkunft des Geistes. Oh, die gab es früher auch, ne? Oh, die ist ja echt nice, glaube ich. Mutagen-Connoisseur, gewiefte Unterhändlerin, oh, Ordensschwester Nummer 2000, Invasion von Regatta, sowie ein Injektor-Krokodil und ein, wieder Commander-Karte, Teferis Talent, Verzauberung, verzaubert einen Planeswalker, auch, wir hatten das mit Elsbeth auch schon. Der verzauberte Planeswalker hat minus 12. Du erhältst ein Emblem mit. Du kannst Loyalitätsfähigkeiten von Planeswalkern, die du kontrollierst, im Zug jedes Spielers und zu jedem Zeitpunkt aktivieren, zu dem du einen Spontanzauber wirken könntest. Okay, das ist nice. Aber minus. Ja, gut, du kriegst dann halt das Emblem für einmal, ne? Immer wenn du eine Karte ziehst, lege eine Loyalitätsmarke auf den verzauberten Planeswalker. Okay, das ist nice. Das ist dann wieder gut.
Wir haben eine Elishnorn! Eine Elish, die alte Elishnorn! Die geil, die erste! In super mega geil Style! Oh, das ist meine Lieblings-Elish, die habe ich früher mal gehabt. Dann habe ich alle meine Karten verkauft und wollte mit Magic aufhören. Und jetzt habe ich sie wieder. Überhaupt meine erste Elishnorn wieder seit langem, weil die neuen habe ich leider noch nicht gezogen. Wow, mega geil. 7 Mana, 4, 7 Wachsamkeit. Andere Kreaturen, die wir kontrollieren, ich kontrolliere, plus 2 Kreaturen von meinen Gegnern erhalten, minus 2, minus 2. Alter. Boah. Und noch ein Polukranos, der Wiedergeborene. Auch als Rare. Die ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. 3 Mana, 4, 5 Reichweite für 7 oder 6 und ein weißes Phyrexianer Mana kann man ihn transformieren. Danach wird er zu dieser coolen Polukranos, die Untergangsmaschine-Karte. Sorry, wenn ich das so blöde vorgelesen habe. 6-6 Reichweite Lebensverknüpfung. Immer wenn die hier oder eine andere Nicht-Spielstein-Hydra, die ich kontrolliere, es fährt hier gerade natürlich noch ein super mega geiler Krankenwagen vorbei. Da muss ich mal einmal eben überquasseln, quasi. Aber ich quassel ja eh die ganze Zeit. Oder eine andere Hydra, Nicht-Spielstein-Hydra, die ich kontrolliere, stirbt, erzeuge einen 3-3 grünen und weißen Phyrexianer Hydra Kreaturenspielstein mit Reichweite und einen 3-3 grünen und weißen Hydra Kreaturenspielstein mit Lebensverknüpfung. Finde ich ganz geil. Finde ich echt eine coole Karte. Aber natürlich geht da nichts über die Elish. Lecko Fatso. Und wir haben noch ein. Ey, das sieht echt mega geil aus in Foil. Finn Fangzahnträger in Foil plus ein Inkubator. Alter, wir haben einfach noch die Elish Norn gezogen. Ich brech ab, ey, komplett. Ey, heute ist das, das kann nicht sein. Und ich hatte erst überlegt, ich kaufe mir diese Edition gar nicht. Oh Mann, ey, Booster Nummer 6. Sorry, dieser gute Ausraster von dem Affen ist leider schon raus, deswegen. Gebirge, die Quelle zerschmettern, inspirierter Ansturm. Habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Die Stunde der Wahrheit, botanischer Raufbold, rauflustige Scherge, Sturm, irgendwas, Ätherklingen, Asi. Invasion von Kamigawa und die erste, okay, ist keine Rare, Tetsuko Umezawa, die Flüchtige in, ich weiß nicht, wie heißen die, ich habe es immer noch nicht, ich habe vorhin nur mal einmal nach. Nochmal eine Glisser-Heroldin der Hetzlerjagd, leider, ich meine, die Karte gefällt mir, aber leider eine doppelte, unsere erste doppelte quasi und ein Sekrettrinker in Foil. Oh, ein Mana 1-1 Lebensverknüpfung, finde ich ganz nice und schicke ihn aus seinem Friedhof ins Exil, wende inkubieren 2 an. Die Karte ist echt spielbar. Wow. Ja gut, ist jetzt nicht so geil das Booster gewesen, aber die Elishnorn, die entschädigt bei mir so einiges. So, Booster Nummer 7. 7, 8, 19, ja, ich wollte schon sagen. Eine coole Artwork-Karte. Ein Wald. Entsiegeln der Nekropolis. Kosmischer Hunger. Verdorbene Überzeugung. Hohnklingen-Berserkerin. Furchtlose Skaldin, ein sonnengeweihte Hüterin. Ja, das sieht immer so geil aus hier von den Farben her, weil es ist hinterher wahrscheinlich keine teure, gute Karte. Invasion von Lorwin, okay, die habe ich auch noch nicht gesehen. Und eine, oh, Invasion von Pirulea, okay. Und, nochmal die Dina, die Seelentränkerin. Ich meine, die Karte sieht vom Style her echt geil aus. Aber man erhofft sich bei dem Rand immer natürlich noch was noch Niceres. Und die Rare ist eine glitzernde Morgenröte. 4 Mana Hexerei, wende 2-mal inkubieren X an, wobei X gleich die Anzahl an Ländern ist, die ich kontrolliere. Ja, ist okay, glaube ich, ne? Schriftrollen-Teleport als Foil. Und ein Token, ein Elementarwesen 1-1 Spielstein, den habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt kommen natürlich die nicht so geilen, aber hey, wir haben eine Schnorren gezogen. Ich brech ab, Alter, wie geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Ich kann schon nicht mal mehr zählen. Booster Nummer 8. Theoretisch sogar Booster Nummer 18 aus dem Set. Booster Display, mein Gott, Set Display. Das Artwork sieht auch ganz cool aus. Ein Wald in Foil, Atrax Fall. Das, die Karte gefällt mir übrigens auch. Die habe ich irgendwo auch als Pre-Release schon gesehen. 2 Mana ist leider nur eine Hexerei, aber zerstören Artefakt, eine Schlacht, Verzauberung oder eine fliegende Kreatur meiner Wahl. Sehr viele Optionen. Finde ich ganz geil. Ob sie spielbar ist, weiß ich nicht.
die Schwachen auslassen, Sekrettrinker nochmal, vollendeter Jagdmeister, Geschenk der Vollendung, das super tolle Herdentier Nummer 4.998, Invasion von Belenon und einen Otion-Held von Lavagrund, den hatten wir auch schon mal in einem von meinen Boostern drin, sowie eine Ingarun-Auge, die ich jetzt auch schon dreimal habe, selbe Artwork. Und jetzt kommt die richtige Rare. Oh, cool, den habe ich noch nicht gehabt. Der gute Quintorius, der Sagenmeister. Für 5 Mana, 3-5 legendäre Elefant-Kleriker-Kreatur. Wachsamkeit. Zu Beginn deines Endsegments schickst du eine Karte deiner Wahl, die weder eine Kreatur noch ein Land ist, aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge einen 3-2 roten und weißen Geistkreaturen-Spielstand. Oh, das ist nice. Das ist, finde ich, ganz gut. Für 3 Mana quasi ein rotes, ein weißes und ein irgendwas, opfere einen Geist, bestimme eine Karte deiner Wahl, die von ihm selber ins Exil geschickt wurde. Du kannst jene Karte in diesem Zug wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls jener Zauberspruch in einem Friedhof gelegt würde, lege ihn stattdessen unter die Bibliothek seines Besitzers. Ja, die ist ja echt gar nicht mal so schlecht dafür, dass sie auch wirklich vorne irgendwo auf den Verpackungen drauf ist. Manchmal sind die Karten dann nicht so geil. Legen wir nach vorne. Und wir haben eine Weihepriesterin der Alabaster-Schar in Foil. Auch eine gute Fehlerkarte irgendwie, ne? 2 Mana, 2-2 Lebensverknüpfung. Ja, die Karte habe ich noch nicht, die gefällt mir. Die gefällt mir. Nicht so gut wie Elish Norn, muss ich leider sagen. Aber mir geht nicht viel über Elish Norn, ist einfach, ja. Oh Mann, Alter. Booster Nummer 9. Oh, das sieht ja cool aus. Wow. Was ist das denn für eine Artwork-Karte? Wie geil ist das denn? Okay. Bald fehlgeschlagene Umwandlung. Wren, Entschlossenheit. Ja, Wren hätte ich natürlich auch noch gerne. Griff des irgendwas, Waldland-Urwesen, ein Schildhoplied oder war doch immer Orakel der Tragödie, habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. Dünenweber aus Takir, haben wir schon mal ein paar Mal gesehen. Invasion von Kilem, weiß ich nicht, ob ich die schon mal hatte, könnte sein, kann auch nicht sein, drehe ich jetzt mal nicht um. Und wir haben eine Baral Special Rare oder wie auch immer, die habe ich, glaube ich, in meinem Pre-Release-Pack schon, was ich nicht gefilmt habe, auch schon gezogen, aber echt, die sieht einfach cool aus. 2 Mana nur, 1-3, Spontanzauberhex rein, die ich wirke, kosten mein Wirken ein weniger. Immer wenn ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit den bzw. die ich kontrolliere, einen Zauberspruch neutralisiert, kannst du eine Karte ziehen, falls du dies tust, wirf eine Karte ab. Ja, die nehmen wir doch mal mit, ne? Die sieht echt geil aus. Dann kommen wir zu der echten Rare, und zwar, die habe ich auch schon mal in dem Pre-Release gesehen, quasi auf der Spoiler-Liste. Es ist Jagel und Maltani, es ist ein Froschgeist-Elementarwesen. Ein verwachsenes, ich weiß nicht was, für 6 Mana, 18,6 und das war's auch mit einem Text nur. Meine Tochter hat mir viel über dich erzählt, dröhnte Multani. Es gab eine Zeit, zu der ich deine Hilfe ausgeschlagen hätte, Phantom, aber sie hat mir die Vorzüge der merkwürdigen Bräuche Urborgs offenbart. Und er sagte dann nur, ja, ich meine, das Artwork gefällt mir, den doppelt haben, okay, ist okay. Ich meine, habe ich noch nicht diesen Jaggelmagagel. Und wir haben nochmal das treue Herdentier, weil so... Wow! 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 Sword of War and Peace! In... wie heißt das? Ich weiß nicht. Mythic... Ey, leck mich doch am Arsch! Alter, geil! Equipped Creature geht 2+2, hat Protection from Rot und Weiß. Whenever Equipped Creature deals combat damage to a player, Sword of blablabla deals damage to that player equal to the number of cards in their hand and you gain one life for each card in your hand. Digga, ich glaube, ich habe so lange nicht mehr ein besseres Display geöffnet als das, was wir jetzt hier haben. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, ich leg die mal hier so zwischen. Alter, eine Elish und ein Sword of War and Peace. Alter. Letztes Booster für diese Aufnahme quasi. Oh, wir haben eine coole Artwork-Karte mit glitzerndem Schriftzug halt, ne? Wir haben eine Ebene, einen Ritter der neuen Koalition und wir haben eine Unschärfe. Es tut mir mal leid mit dieser Unschärfe. Achtsame Himmelswächterin, Zügel der Schmelze, habe ich auch schon 1 Million Mal gesehen. Schmelzen, Grimlin auch schon ein paar Mal gesehen. Bedränger, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Wir haben die Invasion von Mercadia, Mercadische Masten gab es auch mal, ne? Die habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. Und wir haben eine Renata berufen zur Jagd, sowie, wow, Kiruga, Weiser der Größe, was ist das denn, ein Dinosaurier-Flusspferd, was ist das? 5 Mana, 5, 4 Gefährten, ach, das ist auch wieder so eine komische Gefährtenkarte. Dein Startdeck enthält
nur Länderkarten und Karten mit Mana-Betrag 3 oder mehr. Also wenn ich das habe, dann ist das so, oder was? Ich mach mal ein bisschen näher. Falls du diese Karte als deinen Gefährten erwählst, kannst du 3 bezahlen, um ihn von außerhalb... Okay, wenn er hier oder ins Spiel kommt, ziehe für jede andere bleibende Karte mit Mana-Betrag 3 oder mehr, die du kontrollierst, eine Karte. Ein Shattering enthält nur Länderkarten und Karten mit Mana-Betrag 3 oder mehr. Okay, also du musst teure Karten haben, ne? Ich verstehe es. Sieht nice aus. Ist nicht mal die Rare? Die Rare ist Invasion von Kaldheim. Ist eine Belagerung. Ich muss hier mal schief halten, sonst kriege ich hier zu viel. Schief halten, sage ich schon. Und zwar, das ist mit 4 quasi, wie nenne ich das, Lebenspunkte. Wenn die Invasion ins Spiel kommt, schicke alle Karten aus deiner Hand ins Exil. Ach, die haben wir doch schon gehabt. Oder ich habe es auf jeden Fall gehabt. Und ziehe dann entsprechend viele Karten bis zum Ende deines nächsten Zuges. Auf diese Weise kann ich sie wirken. Dann wird die Karte zu dieser Brand des Weltenbaums Verzauberung. Wirf eine Länderkarte ab. Der Brand des Weltenbaums fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Immer wenn du eine Länderkarte abwirfst, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Finde ich jetzt, ich finde es persönlich nicht so geil. Ich finde die Karte hier cooler, den Kiruga Weiser der Größe. Vom Style her. Ist wahrscheinlich aber totaler Blödsinn, weil es so eine richtig, richtig Special-Karte ist. Dann haben wir hier noch einen Xerex Kaleido-Ritter. Kaleido-Ritterin? Xerex als Foil. Haben wir auch noch nicht gehabt oder habe ich auch noch nicht gehabt. Und wir haben noch einmal ein, ja, Blödsinnskarte hier. Und das hat sich schon wieder gelohnt, sein Vater hier. Wir haben... Ich habe eine Elish Norn gezogen in, ich weiß nicht, wie dieser Style heißt, kann ich noch nicht sagen. Schreibe ich natürlich wieder drunter. Ein Sword of War and Peace, auch aus diesen Modern Masters oder wie heißt das hier hinten? Mega geil. Alleine diese Karten sind schon vom Value her ziemlich geil. Und das mit dem, was wir letztes Mal auch noch in den anderen 10 Boostern gezogen haben, übertrifft sowieso alles mit diesem Äffchen, den ich da gezogen habe. Und ja, mega geil. Ich freue mir wirklich einen Ast ab. Hat sich auf jeden Fall pervers gelohnt, Leute. Und ich bedanke mich natürlich bei euch wieder fürs Zuschauen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Peace out. Ciao.